E wie Eingrößenwindel. Eine Eingrößenwindel, auch One-Size-Windel genannt, ist eben eine Windel, die nur in einer einzigen Größe da ist. Und die sind meistens gedacht, dass sie so kurz nach der Geburt, meistens so, wenn die Kinder so 3,5 bis 4 Kilo ungefähr wiegen, dass sie dann bis zum Ende der Wickelzeit eigentlich zu nutzen sein sollen. Also wenn die Kinder so 15 Kilo so ungefähr haben. Es gibt sie in unterschiedlichen Arten. Einmal hier als Höschenwindel zum Beispiel. Und dann wird die Größe über die Druckknöpfe, die hier vorne angebracht sind, verändert. Das heißt, wenn dein Kind noch recht klein ist, nimmst du das natürlich hier die kleinstmögliche Form, die zum Verstellen ist. So, dann musst du natürlich Saugeinlagen, die hier dran genäht sind, dementsprechend klein umklappen. So, und dann hast du jetzt eine relativ kleine Windel, die du jetzt so einem Kind von ungefähr 4 Kilo auf jeden Fall ganz gut anlegen könntest. Du siehst aber, dass hier jetzt eine ganze Menge Stoff untergebracht wurde. Das heißt, der Popo wird hier relativ dick sein. Denn du kannst die Windel ja sehr lange verwenden. Du siehst, jetzt ist sie sehr viel länger geworden. Und die gleiche Menge Stoff muss jetzt sowohl dem kleinen Neugeborenen passen, als auch dem großen, ungefähr 2 Jahre alten Kind. Und wie du eben schon gesehen hast, wird jetzt die Windel hier in der Länge durch Druckknöpfe verstellt. Das ist jetzt eine Höschenwindel, wo du noch eine Überhose brauchst. Das gleiche System gibt es bei ganz vielen Komplettwindeln. Da hast du auch die Druckknöpfe hier außen, wird auch in der Länge verstellt. Oder aber, wie das zum Beispiel die Firma Charlie Banana macht, die verstellen die Größe also durch diese BH-Verschlüsse und mit Gummis. Und dann wird einfach der Gummi halt so lange gezogen oder verlängert, dass sich dann die Länge über die Beingummis dann reguliert. Andere Eingrößenwindeln, ganz klassisch, sind natürlich Mullwindeln. Und da nimmst du dann jeweils eine etwas unterschiedliche Faltweise, sodass das dann bei deinem Kind dann auch jeweils passt. Und du musst die Saugkraft, je nachdem, wie stark das Kind pieselt, dann auch nochmal durch lose zusätzliche Saugeinlagen einfach verstärken.